Danke, Herr Präsident. Das sind zwar Zahlen aus Statistiken heraus, doch ich kann Ihnen ganz ein konkretes Beispiel nennen aus der Realität. Und zwar eine Frau, eine Alleinerziehende, sie hat zwar eine Eigentumswohnung, alleinerziehende Frau von 4 Kindern, die eben hier in verschiedenen Altersstufen, die einen gehen Schule, die anderen Kindergarten, kommen zu unterschiedlichen Zeiten von der Schule nach Hause. Die tut sich schwer, einerseits arbeiten zu gehen, andererseits eben hier die Kinder in einer Tagesstätte unterzubringen. Sie ist alleinerziehend, 4 Kinder, hat eine Eigentumswohnung. Jetzt wird bei der Eheerklärung die Eigentumswohnung sozusagen als Luxus mitgerechnet, mit einbezogen. Und bei der hat sich zum Beispiel die frühere finanzielle Unterstützung von 468 Euro auf 278 Euro halbiert. Familienzulage. Und genau da sieht man eben, das ist die Realität. Und eben, Sie haben gesprochen von 60%, wo die empfinden, dass es die sicherste Absicherung für die Frauen ist, wenn sie wieder arbeiten gehen. Aber was ist mit den anderen 40%? Blenden wir die einfach aus? Und da haben Sie ja im Grunde genommen schon die Erhebung, die Zahlen, dass 40% davon sich wünschen würden, eben bei ihren Kindern zu bleiben, einen anderen Weg einzuschlagen. Natürlich muss man sich hier dann eben in Bezug auf die Kollektivverträge und die Gewerkschaften und die IMS eben, dass man sich hier auf staatlicher Ebene mit denen in Verbindung setzt. Und deshalb, ich habe hier ganz bewusst einen Beschlussantrag und keinen Begehrensantrag geschrieben, weil Sie meine Ansprechpartner sind. Denn erstens mit diesem Chaos in Rohmunden weiß man sowieso nicht, wer unsere Ansprechpartner sind, um dort überhaupt unsere Anliegen von Südtirol weiterzubringen. Da weiß ich, da bin ich mir nicht so sicher, ob man darauf vertrauen kann, muss ich sagen. Und deshalb wende ich mich an die Landesregierung. Hier will ich, dass der Südtiroler Landtag darüber beschließt und die Südtiroler Landesregierung damit beauftragt wird. Auch in Bezug auf die Erhebung zu machen, da ist nicht Rom zuständig, um diese Erhebung hier in Südtirol zu machen, bei unseren Müttern bzw. Vätern, sondern die Südtiroler Landesregierung. Und deshalb ist das ein Beschlussantrag und kein Begehrensantrag, weil ich beauftrage Sie, wir hier beauftragen Sie und nicht Rom. Und in Bezug auf die Wortmeldung von Brigitte Foppa können wir sehr gerne eingehen, dass wir eben überhaupt eine getrennte Abstimmung machen, Prämissen und die einzelnen beschließenden Punkte und auch bitte um sprachliche Korrektur, dass man bei Mütter, dass überall wo Mütter steht, dass Mütter die Wahlfreiheit, dass man dort einfügt, dass Mütter und Väter, dann sind beide Elternteile gemeint. Sehr gerne können wir auf das eingehen. Und wie bereits gesagt, die Realität draußen ist jene, dass eben Mütter dazu gezwungen werden, nach 6 Monaten ihr kleines Baby, das kleine Wutzele, was im Grunde genommen noch hier auf die Hilfe und auf die Nähe der Mutter angewiesen ist oder dem Vater, hier in eine Struktur gegeben wird und dass die dann mit der Erziehung und der Betreuung beauftragt sind. Das kann es nicht sein, das ist die Realität. Oder sie müssen kündigen. In was für einer Welt leben wir eigentlich? Dass hier diese Mütter vor diese Entscheidung gestellt werden und dann eben auch noch doppelt abgestraft werden, dass sie danach für die Rentenabsicherung auch nicht, dass es ihnen für Dienst auch nicht zählt. Somit wird eigentlich der Kinderwunsch eigentlich zu einer überhaupt eine Existenzfrage. Entscheide ich mich für ein Kind, für eine Familie zu gründen, dann bin ich danach dem sozialen Abstieg sozusagen unterliegend ausgeliefert. Das kann es nicht sein. Wo leben wir denn im Mittelalter? Und das soll die Gleichbehandlung von Frauen, von Müttern sein. Die Wahlfreiheit, darum geht es. Und die ist nicht gegeben, dass ich nur jene Eltern unterstütze, die ihr Kind weggeben, aber die anderen, die werden in die Enge getrieben mit dem Rücken an die Wand. Denen wird eben keine Wahl gelassen. Das kann ich nicht hinnehmen. Und ich hoffe hier auf Zustimmung, auch wenn ich jetzt hier gepoltert habe und sie vielleicht gekränkt habe. Aber hier geht es um die Mütter und dass denen die Wahlfreiheit gelassen wird und dass sie eine Absicherung für die Rente haben und nicht das derzeitige System. Das ist nicht korrekt, ob Sie es wahrhaben wollen oder nicht. Aber hier sieht man wieder einmal, dass eben Zahlen und Statistiken ganz eine andere Sprache sprechen, als die Realität dort draußen ist. Und das spüren die Leute, das wissen sie. Und wie bereits auch hier von der Kollegin vorgebracht wurde, eben, das ist eine Lüge.
Und auch eben die anderen haben angesprochen, diese Wahlfreiheit, die existiert nicht, ist eine einzige Lüge. Und das empfinden draußen die Leute so und das ist so. Also man kann nicht die Leute draußen für blöd abstempeln, dass sie sich das alles nur einbilden. Das ist die Realität. Vielleicht ist man hier, vielleicht schwebt einem hier eine andere Vorstellung vor, weil man eigentlich den Bezug zur Realität da draußen schon längst verloren hat.